Es wird demnächst mal wieder ein paar Videos geben, die mit einer Altersbeschränkung von mir versehen wurden. Die haben im Videotitel 18 plus stehen. Was das bedeutet, naja, kann man sich vielleicht denken, aber ich will es mal kurz aufreißen und damit hallo allerseits und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Sendeplan der 34. Kalenderwoche. Das letzte Mal, dass ich ein Video auf ab 18 Jahren gestellt habe, ist schon etwas länger her. Ich glaube, das war das Scheunenspiel in Kingdom Come Deliverance. Ja, das ist wirklich schon etwas her. Gute 3 Jahre. Und jetzt wird es mal wieder ein paar Videos geben. Bei Life is Strange 2. Ulala. Ja, das ist auch noch recht aktuell, denn vor ein paar Tagen, Wochen gab es von YouTube eine E-Mail, dass ein Video von mir von GTA 5 Folge 28 als, ja, mit einer Altersbeschränkung automatisch versehen wurde. Da hat bei YouTube eine Automatik gegriffen, die wurde einfach, schätze ich mal, mit neuem Stoff gefüttert und die hat dann das Video einfach als, ja, einstufwürdig gesehen. Und das ist die Szene, ich will es mal kurz anreißen, wo man mit Franklin Paparazzi spielt und Zweien, die auf dem Gartentisch Knickknack machen, wo man aber jetzt nichts Großartiges sieht, filmt. Das hat YouTube als ab 18 einstufwürdig gesehen. Naja, finde ich nicht schlimm. Ich meine, man kann es halt nicht uneingeschränkt angucken, aber ansonsten ist nichts passiert. Also keine Verwarnung, kein Strike oder dergleichen. Aber das ist halt so eine Sache bei YouTube. Die sitzen in den USA. Und wenn man da jemanden zum Beispiel den Arm in den Fleischwolf steckt und der bearbeitet wird und das auf YouTube hochlädt, dann ist das in Ordnung. Hohe Gewalt. Aber wenn man da irgendwie falsche nackte Haut zeigt, dann kommt gleich das SWAT vorbei und dann geht's richtig rund. So in etwa. Das ist kein Klischee oder Vorurteil, das ist wirklich so und das merkt man eben auf YouTube. Und bevor es da, wenn es wirklich Szenen gibt, die da oder gestört auf YouTube gefährlich sein könnten, bevor es da irgendwie eine Verwarnung oder einen Strike für den Kanal gibt, dann stelle ich da einfach diese Altersbeschränkung ein. Also nur wer 18 Jahre oder älter ist auf YouTube, der kann sich das angucken, alle anderen nicht. Tut mir leid, aber damit es hier eben weiter Videos geben kann, damit der Kanal nicht einfach irgendwann verschwindet, muss diese Beschränkung einfach sein. Bei den bisherigen Life is Strange Abenteuern gab es nicht so einen Spaß, dass ich die Videos ab 18 einstellen musste. Was da wohl kommen wird? Einige von euch wissen es vielleicht schon, weil sie es einfach selbst gespielt oder irgendwo geguckt haben. Aber überraschen lassen. Überraschen lassen ist noch ein gutes Stichwort. F1 2021. Da lade ich gerade das letzte Update herunter. Kann dazu jetzt noch nichts Neues sagen, aber ihr kennt das ja von mir. Wenn es was Neues gibt, dann lasse ich es euch sofort wissen. Entweder eben mit einer Folge 0 oder eben einem Thema im Wort zum Sonntag. Bin mal gespannt, ob das neue Update was bringt. Konnte letzte Woche gerade so wieder einfach nur das spielen, was für mich so anstand abends und hatte einfach leider nicht mehr Zeit, deswegen konnte ich das Update noch gar nicht ausprobieren. Aber ich bin jetzt auch mit dieser Woche mit F1 2020 durch, also ihr werdet da bis zum Saisonfinale die Folgen, wenn seitens YouTube nichts dazwischen kommt, einfach durchweg sehen kann. Und dann geht's hoffentlich relativ bald weiter. Aber ich wünsche euch erstmal wieder eine wunderschöne neue Woche. Habt viel Spaß mit dem, was ihr tut. Vielleicht beim Vorfreuen auf diese brisanten Folgen bei Life is Strange 2. Oder beim plötzlich auf YouTube etwas älter werden, damit ihr die Folgen einfach gucken könnt. Egal, mit was ihr euch die Zeit vertreibt. Hauptsache ihr habt Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.